Hallo liebe Lamas, ich bin Alex und willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute an ein neues Insert und zwar von LaserOx, das Insert zu Seven Wonders Duel. Ja, kleines Zwei-Personen-Spiel, aber auch da kann man ein Insert gebrauchen und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal im Detail an. Packung auf, Zeug raus, Anleitung raus. Übersichtsblatt raus, Anleitung der Erweiterung raus. Ja, die Erweiterung passt nämlich auch mit rein. Und da sehen wir schon, was uns dieses Insert so bietet. Wir haben einmal hier Platz für das Spielbrett und Platz für das Spielbrett der Erweiterung. Und dann haben wir da tolle Kästchen. Sieht super aus, oder? Wahnsinn! Wir haben also einmal hier ein tolles Kästchen, das nicht rausgeht, weil ich zu doof bin. Mit den beiden Miniaturen, wenn man so guckt, hier so kleine Sphinxe aufgedruckt. Und neben den Miniaturen sind da natürlich dann noch drinne die Kampfmarker. Ja? Also die Kampfmarker und dieser eine Göttermarker. Einfach toll, passt da super rein. Und dass es so eine schöne Aufbewahrungslösung für die Miniaturen gibt, finde ich einfach, macht mich glücklich, so zu sehen, dass die Spiele dann so gut aufbewahrt sind. Ja, jetzt fällt es raus. So, rein da. Dann haben wir hier ein wunderbares Fach für das Geld. Hinstellen, aufgebaut, fertig. Man kann hier schön reingreifen. Es ist drauf gelasert, welches Geld wo reinkommt. Und es ist einfach cool mit dem unten, dass es so rund gemacht ist, dass man wirklich so schön reinfassen kann, um das Geld dann rauszuholen, wenn man es braucht. Super Lösung, toll, tolles Kästchen. Passt also. Dann haben wir hier Karten. Karten, Karten, Karten. Das heißt, da hole ich das raus und dann komme ich hier super an die Karten. Da sind natürlich die großen Karten, also die Wunder- und die Götterkarten drin. Ja? Und dann natürlich die beiden Wertungsblöcke, Grundspiel und Erweiterungsspiel. Ja, ich benutze Wertungsblöcke fast nie, weil ich das alles mit Apps löse. Aber auch super, ja, findet Platz. Dann hier das kleine Kästchen für die, diese Sondermarker für die Erfindungen. Und dann hier noch auch wieder für die Göttererweiterung Seven Wonders Pantheon. Seven Wonders Duel Pantheon, sorry, ist ja nicht das große. Und dann ganz wichtig natürlich hier die Fächer für die Karten. Wir sehen, es ist noch Platz, es sind aber keine Trenner mehr dabei. Das Wichtige ist, wenn ihr die Karten sleeved, ist noch genug Platz nach hinten weg. Das heißt, kein Problem auch mit gesleeveden Karten. Auch hier seht ihr noch Platz nach oben frei. Kein Problem, wenn man gesleevede Karten hat. Insofern, LaserOx Insert, krass, jetzt habe ich das tatsächlich ein Stück abgerissen, muss ich zusammenkleben, ist super, funktioniert super, sieht toll aus, war wieder eins, was einfacher aufgebaut war. Meine Kritik an den LaserOx Inserts bleibt, die Anleitungen zum Zusammenbauen sind insgesamt nicht toll. Aber alles andere super, ja, also finde ich, kann man absolut nichts sagen, nicht meckern. Es sind tolle Inserts und sie sind einfach, sie sind auch optisch toll designt. Sie haben diese Spielereien, dass man sich einfach freut, sie sind gut gemacht. Das muss ich jetzt mal einen Moment draußen lassen, gleich kleben. Und das erfreut doch das Spielerherz, oder? Das ist doch das, was wir Spieler wollen. Und deswegen Seven Wonders Duel Insert, made by LaserOx. Super Sache. Die sind in Essen. Schaut es euch an, falls das Video noch vor Essen online geht. Wenn nicht, hoffe ich, ihr habt es euch angeschaut. Denn ich finde, vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Inserts von LaserOx wirklich super. Ich bin Alex von WorkinJunkies.de. Zu schnell gesprochen. BoardGameJunkies.de. Euer Webmagazin rund um Gesellschaftsspiele. Schaut mal rein und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut. Ciao.